So, da ist doch auch der Guido. Und willkommen zurück. Das hat genau gepasst, kurz nachdem ich die Aufnahme beendet habe. Keine Minute Wartezeit und schon kam der Guido da an. Der müsste jetzt auch langsam fertig sein. Wo ist der jetzt hin? So, was haben wir denn hier jetzt? Arco, der Sommer kommt. Brr, wohin fährst du in den Urlaub? Was ist Urlaub? Urlaub ist die Tage, in denen du nicht arbeitest, sondern dich einfach entspannst und alles tust, was du möchtest. Aber ich habe auf Delen viel zu tun. Ernten, Ernte, Bauernhof, Tiere. Wer wird sich um den Planeten kümmern? Entspann dich, brr. Du kannst Moon bitten, dir zu helfen. Ich bin überzeugt, dass nichts Schlimmes passieren wird, wenn du ein paar Tage frei nehmen wirst. Aber schau mal, brr. Hier ist eine Postkarte aus Mara. Mein Onkel besitzt ein Restaurant da am Strand. Ist wirklich schön dort. Jetzt möchte ich fahren, vielleicht diesen Sommer. Natürlich, brr. Das war's. Was all meine Aufträge beendet. Ich habe keine Ab... Oh, super. Super, super, super. Wir haben was Neues bekommen. Besonderes. Eine Postkarte aus Mara. Eine schöne Postkarte vom Strand auf Mare. Wo Brems Onkel das Restaurant besitzt. Moment, ist das Moon? Aha. Ich glaube, das ist so ein kleiner Teaser. Mare, wo man mit, ich glaube, da gibt es ein Spiel, wo man mit Moon auf Mare spielt oder Mara spielt. Ich meine, das ist ein Teaser auf das andere Spiel. Wenn ja, supi, muss ich ja sagen, hat was. Jo, ich habe jetzt von allem 80, super, dann mache ich mal ein bisschen Weizen. Ja, dann haben wir Bram auch fertig. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch auf den Zauberer warten und auf Goliath. Ja, mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück und das kriegen wir in diesem Part noch hin. Oder wir machen wirklich 30, noch einen 29. und einen 30. Part raus. Aber es war ein schönes, kurzes Spiel. Ich habe die Parts auch relativ kurz gehalten, deswegen sind wir auf so eine hohe Anzahl gekommen. Aber das macht ja nichts. Ich meine, müssen ja nicht immer halbe Stunde bis 40 Minuten sein. Das ist ja sowieso alles über 20 Minuten ist Luxus, auch wenn der Luxus Standard wird. Ist einfach auch anstrengend. Aber ich habe auch richtig Lust dazu. Das muss man natürlich auch sagen. Ich möchte das Spiel natürlich nicht künstlich in die Länge ziehen. Das macht es automatisch selbst schon. Jo, wird natürlich jetzt eine Pause machen. Warten, bis die vorbei, bis einer von den beiden vorbeikommt. Hier die beiden noch. Der Locke und der Goliath. Und dann weiter aufnehmen, aber ich finde, das kann halt schnell gehen, es kann halt lange dauern und ich möchte jetzt auch nicht unbedingt alles unnötig rushen. Von daher nehme ich es einfach mal so, wie es ist, ne? Wenn es jetzt in den nächsten paar Minuten losgeht, dann ist das halt so. Ansonsten können wir einfach noch unser Repertoire auffüllen, dass wir dann wirklich alles da haben. So, wir haben jetzt wieder neue Pflanzen gekauft. Also super. Wir können natürlich gucken, ob wir noch einen 10.000er hinkriegen. Aber ich glaube, das würden wir sowieso hinkriegen. Wenn wir unsere ganzen Blumen jetzt an die Lilly verkaufen würden, weil ich glaube nicht, dass wir das noch brauchen. Der hat 86%, der wird vielleicht noch eine Sache haben wollen. So, jetzt haben wir auch die 80, das bedeutet Baumwolle noch. Und da es gerade sowieso regnet, können wir das auch ein bisschen beschleunigen. Wo regnet es noch?
Na komm. Regenwolken, wo seid ihr? Da. Supi, supi, supi. Solange es regnet, würde ich einfach sagen, machen wir das genauso. Einfach drüber, dann geht es auch schneller. Hier ist die Regenwolke, fängt jetzt an zu regnen. Und die. Wunderbar. Mehr will ich eigentlich auch nicht. So, die Pflanzen sind auch fertig. Supi, freue ich mich. Supi, das sind 3 Minuten fertig, das sind 1 Minute fertig. So, dann kriegt der eigentlich noch mal einen Eimer Wasser. Super. Bis der Goliath dann fertig ist, haben wir dann auch alles. So, Goliath, wie ist denn im Rennen gelaufen? Mist. Hast du nicht gewonnen? Nein. Ereti, eine Guidos-Piratin. Die Widerwind Flitz hat das goldene Schwein gewonnen. Sie ist dreimalige Meisterin. Am ganzen Maras Meer gibt es niemanden, der schneller ist als sie. Aber ich gebe nicht auf. Nächstes Jahr werde ich schneller sein oder etwas passiert mit ihrem Schiff. Goliath? Ich weiß, unter unseren muss man fair spielen. Ich habe trotzdem den Trostpreis erhalten. Nimm es, ich will ihn nicht. So, wir haben ein Schwein bekommen. Subi. Materialien. Alles was Besonderes, okay. Ein goldenes Minischwein, ein Trostpreis für die Teilnahme am großen Piratenrennen. Das war's, glaube ich, auch. Wunderbar. Du hast all meine Aufträge beendet. Ich habe keine weiteren Infos für dich. Super. Dann haben wir den jetzt auch schon fertig. Die Baumwolle ist auch fertig. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch auf Locke warten. Wenn der jetzt kommen würde und das auch so schnell gehen würde, wäre das super. Dann wäre das zwar ein ultra kurzer Part, aber den würde ich dann noch ein paar Minuten strecken, dass er nicht, dass man nicht 7 Minuten hochladen muss. So, 80. Dann noch die Melonen. Das Huhn ist aber... Gehen wir nochmal eine Runde schlafen, dass das Huhn auch wach ist. Und danach, wenn das Let's Play fertig ist, dann mache ich mir erst was zu essen. Bevor ich anfange, die Aufnahmenparts zu benennen. Zum Glück klaut er meine Schafe nicht. Er lässt mich in Ruhe. Hühnchen, du bist fast auch fertig. So. Und noch ein Ei. Wunderbar. Jo. Mr. Locke. Och nee. Monster. Ich würde ja ein Schutzgebet reinhauen. Das Problem ist allerdings... Boah. Ha, daneben. Bom, lenk ihn ab. Ich hau drauf. Mit dem Hammer. Du hast genug Erfahrung gesammelt. Wunderbar. Hier gibt es aber noch einen... einen Geist, der hier rumhängt. Beziehungsweise... ein Feind. Och, komm schon. Warum greifst du an? Du hast doch keine Chance gegen mich. Wir sind sehr stark. Wir sind gut. Wir sind toll. Wir sind Arco von Dayland. Ein Prinz des Windes. Ja, gehen wir nochmal eine Runde pennen. Dann können wir nämlich Level abmachen. Hallo. Kraft oder Beweglichkeit? Die Geschwindigkeit und die Abwehr von körperlichen Angriffen. Erhöht die körperliche Kraft. Komm, Goliath. Supi. Es ist Nacht, wir müssen in die Mine. Und wir brauchen noch was zu essen. Das ist ganz schön viel, der Kerl. Er muss ja noch wachsen, das passt. Oh, wir haben keine Köder mehr. Das habe ich jetzt vergessen, bei dem Koch zu kaufen, die Köder.
Ja, macht aber nichts. Oh, super. Wie gerufen. Ja, was hast du noch zu tun? Ich habe im Moment keine weiteren Aufträge. Aber, och, komm schon. Muss das irgendwie erst triggern? Och Mann, das ist doch... Das finde ich nicht schön gerade. Finde ich echt nicht schön. Das finde ich nicht so toll. 1, 2, 3, 4. Wo habe ich denn so viel Gold her? Wo habe ich so viele Goldstücke her? Ich habe genug, ich behalte das Gold. Ich bin schon mal abgezogen, du Lümmel. Ich glaube, es geht los. Ich habe mir schon mal Gold in Stroh verwandelt. Das kann doch nicht sein. Warte mal, vielleicht kann ich die Moon rufen. Ich kann Moon jetzt nicht rufen. Okay. Kann ich die Lilly rufen? Irgendwie muss doch da was getriggert werden. Ich habe nämlich so das Gefühl... nee, okay, schade. Kann ich in die Mine? Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Och, komm schon. Ich habe mich so gefreut, dass er endlich kommt und dann... Oh, was fehlt denn da noch? Ist wirklich nur noch der. Es wäre so schön gewesen. Hätte doch schon längst wahrscheinlich eine Abmoderation sein können, aber nö. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Dabei habe ich wirklich Hunger und ich wollte sie jetzt noch zu Ende führen. Ich meine, ich will jetzt nicht schon mal das Game schließen und nochmal starten, nur wegen wirklich ist eins oder vielleicht zwei Quests. Er hat gerade eine Kirsche gegessen. Na gut, muss ich nehmen, wie es ist. Kann man ja nicht ändern. So, die Blümchen sind auch fertig. Ich kümmere mich gleich nochmal um die Hühnchen. So, wo ist das nächste Hühnchen? Ist jetzt vielleicht ein bisschen grausam, ich weiß. Bomb, kannst du? Nein, das wäre schön. Nee, wäre es nicht. Wir haben ja Bomb gern. Von daher... Find ich das ein bisschen schade. Ich mag Bomben. Ich hab sie gern bei uns. So, wo ist der nächste? Ärgern die dich, Bomben? Ich kümmere mich drum. Wäre ja gelacht. Wunderbar, es regnet. Supi! Jo, dass der keine Aufträge für mich hat, ärgert mich gerade ein bisschen. Oder hatte. Weil einfach die Besuche mir zu unkontrolliert sind. Ich meine, auf der einen Seite ist es realistisch, auf der anderen Seite finde ich es aber auch ein bisschen schade. Weil das natürlich ein bisschen ärgerlich ist.
Lass mich mal überlegen, was könnte man da noch machen? Was könnte ich da vielleicht übersehen haben? Ja, es müsste auch bald fertig sein. Ja, Geld habe ich auch genug. Könnte eigentlich nochmal gucken, nochmal 10.000 irgendwie hinzukriegen. Das wäre nochmal so ein kleines Ziel, aber so dringend finde ich das jetzt auch nicht. Naja, solange es regnet, kommt sowieso niemand. Das habe ich schon gelernt. So, ich habe genug Pflanzen eigentlich auf den Boden gelegt. Dann könnte ich eigentlich die Lilly rufen, ihr das Saatgut nochmal abkaufen. Und meine gesamten Pflanzen mal verkaufen. Kürbis. 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 Du hast einmal eine Aufträge beendet. Okay, kaufen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Hat 400 gekostet, aber ich verkaufe jetzt meine gesamten Blümchen. Das bedeutet, das Geld kriegen wir sowieso rein. Oha. Jetzt wären wir aber echt reich hier. Das ist super. Jawohl. Oh, das ist ja richtig hart. Wir haben richtig viel Geld gekriegt. Ja. So viel zum Thema. Wir machen uns ein kleines Ziel, 10.000 Geld zu Coins zu kriegen. Damit wir wenigstens ein bisschen was zu tun haben. Aber ich befürchte, das haben wir jetzt auch schon. Na gut. Okay. Dann mache ich halt doch eine Pause, wenn das Spiel wirklich... Yes! Arco, du hast einen Butag im Garten. Dies ist ein glücklicher Tag, denn der Staub von ihren Flügeln ist magisch und... Wenn Sie von einem großen Insekt sprechen, steht nicht zum Verkauf. Nein, berühren Sie nicht seine Flügel. Sind Sie der Besitzer? Nymphen besitzen nichts. Er ist mein Partner. Eine Nymphe? Machst du Witze, ja? Ich bin Lilly, die Nymphe. Dann das gibt es doch gar nicht. Nymphen sind nicht echt. Sie sind nur ein Märchen. Sie ist echt, Locke. Hier, sie ist direkt vor dir. Beweis, dass du eine Nymphe bist. Ich muss nichts beweisen. Ich gebe es mir, habe ich es mir gleich gedacht. Arco, betrachte es, beachte auf diese Lügnerin nicht. Das ist eine Maskerade und ich bin mir sicher, dass der Butag nicht ihrer ist. Arco, ich fühle mich verletzt von diesem Mann. Menschliche Zauberer können nicht über den Tellerrand schauen. Ich gehe weg. Aber wenn ihr immer noch Zweifel habt, nehmt dieses Rezept der geheimen Tränke. Wetten wir, dass ihr es nicht herstellen könnt? Was ist das Geruch der Nymphe? Stellen Sie den Geruch der Nymphe für Locke her. Okay. Ich glaube, das war es dann auch. Labor. Alkohol, Hibiskus und
Gänseblümchen. Alkohol können wir herstellen, ist kein Problem. Da muss ich nur... Ach nee. Ich habe nicht genug. Das habe ich mir gedacht. Na gut, ich muss das Ding jetzt her, Zeug jetzt herstellen, dann ist der locker auch zufrieden. Das wäre super. Das Problem ist, warte mal, was brauche ich denn dafür? Vielleicht schaffe ich das doch noch. Das habe ich nämlich auch alles. Geruch der Nymphe, Hibiskus und Gänseblümchen habe ich hier irgendwo noch rumschwirren. Ich habe nämlich, das habe ich mir nämlich gedacht. So, Hibiskus müsste. Das sei, nee, das Gänseblümchen. Wunderbar. Hibiskus war das hier. Och nein! Och, das ist doch ärgerlich. Jetzt kann ich es ja... Hätte ich ein bisschen schneller denken müssen. Na gut. Jetzt müssen wir warten, bis der Locke wiederkommt. Und dann haben wir das Spiel endlich geschafft. Oh. Hätte ich nicht alle Blumen verkauft. Ich komme jetzt richtig verärgert vor. Wie mache ich das jetzt am besten fürs Let's Play? Ich würde sagen, wir machen hier einen Break. Ja. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich werde die Aufnahme erst dann starten, wenn der Locke wieder da ist. Dann haben wir es nämlich auch und dann könnten wir eigentlich auch relativ schnell dann einen Abmoderation machen. Dann wird der nächste Part einfach recht kurz. Metoved hat Samen aus einer anderen Gegend mitgebracht. Das ist okay. Also Leute, macht's gut. Bye bye.